Mein Name ist Thorsten Kugel von der Stromnetz Hamburg. Ich bin verantwortlich für den Geschäftsbereich Asset Service. Heute Mittag ist eine Hubinsel unter unserer 110.000 Volt Freileitung drunter hergefahren, also es ist Hochspannungsleitung. Und dabei wurden die Leitungssysteme abgerissen und es kam zu einer Versorgungsunterbrechung unseres Umspannwerks Drehbrücke. Innerhalb von einer Stunde haben wir dann aus dem Mittelspannungsnetz eine Ersatzversorgung hergestellt, sodass dann alle Kunden wieder versorgt werden konnten. Wie viele Haushalte und Gewerbetreibende waren hier ohne Strom? Was haben Sie dann gemacht? Etwa 130 Gewerbekunden und ca. 150 Haushalte waren unterbrochen und wir konnten dann aus den Mittelspannungsnetzen dann eine Ersatzversorgung herstellen. Wie kann man sich das vorstellen? Was für ein Bild sieht man, wenn die Leitung plötzlich abgerissen wird? Ja, also in der Regel kommt es dann zu einem Lichtbogen. Unsere Schutzsysteme detektieren dann, dass ein Fehler stattgefunden hat und sorgen dann innerhalb von einigen Millisekunden dafür, dass dann entsprechend das System abgeschaltet wird.